Die Stürmung von deinem Videodreh. Die Bullen haben deinen Videodreh gestürmt. Ja, Mann. So, aber bevor wir dazu kommen, zeigen wir den Leuten, von welchem Song es sich handelt. Ja. So, wir zeigen euch jetzt einen alten, einen wirklich, wirklich sehr alten Song von Gazi, den ich selber persönlich immer noch krass feier, weil der hat was Geiles, Ohrwürmiges. Cousin, das ist so traurig, Bruder, wenn ich jetzt wieder auf das Video gehe und ich komme einfach nicht in meinen scheiß YouTube-Kanal rein. Alter. Der kommt da einfach nicht rein, aber ist egal. Kommt da einfach nicht mehr rein, Alter, Wallah. So traurig. Das ist ein sehr alter Song von denen. Wirklich. Der ist vor 3 Jahren rausgekommen. Und hat den wahrscheinlich vor 4 Jahren aufgenommen. Du hast den ein Jahr schon gehabt, den Song, oder ein halbes Jahr? Nee, Bruder, das ist... Den Song habe ich fertig gemacht. Den Song habe ich geschrieben und fertig gemacht, während ich auf Flucht gewesen ja, bin. Ja, ja, aber wann hast du das Video dazu gedreht? Halbes Jahr später oder war das... Nein, direkt, das war alles zeitgleich. Okay. Okay, das heißt, er war auf der Flucht, hat Song fertig gemacht. Ach ja, genau, du hast mich ja noch angerufen, du willst schnell drehen, bevor du reingehst. Ich muss schnell drehen. Ja. Ich habe einen Song gemacht und ich muss schnell das drehen. Das ist übrigens die Geschichte, wo ihr erinnert euch ja noch, wo ich sage, Gazi, entschuldige dich. Wir haben uns ja einen Tag vorher, bevor er reingegangen ist, war ich ja bei ihm. Bruder, hol das noch nicht gemacht. Chill doch mal ganz kurz. Das hat auch mit dem Video zu tun gehabt. Er hat ja einen Tag davor, bevor wir uns gesehen haben, 2 Tage davor, hat er das Video ja abgedreht. Und dann hat er sich ja, sein unglaublich guter Anwalt aus Google, hat ihn ja dazu geraten, dann irgendwie diese Filme zu machen. Stellen und bla und blub. Aber das Video ist auf der Flucht entstanden und das ziehen wir uns jetzt rein. Achte auf das, was ich sage, Bruder. Ja, ja. Okay. Also ihr müsst den Text abchecken, weil dazu gibt es eine geile Real-Life-Story von unserem Bruder Gazi. So. Natürlich. Entschuldige dich, ja Maniac, ich warte da drauf. Okay, da geht's los. Sie wollen Cocaine, gar kein Problem. Habe was da, komm mal zu mir, ist schon okay. Was für ein Stoff, wir drücken die Kilos und köpfen Tequila. Was für ein Leben, sitzt am Strand mit einer schönen Latina. Schwarz-weiße Bilder, ich will doch nur Sonne sehen. Sorgen schweifen fort, wenn die Wellen kommen und gehen. Baba sagte zu mir, mach was du am besten kannst. Darum stapelte ich Kilo Weiße in mein Kleiderschrank. Wollte das beste Lohn. Vision wurden grenzenlos. Wusste nie, wie es enden soll. Wurde kalt wie ein Eskimo. Höre ihre Schritte und sie treten meine Tür ein. Von da an wusste ich, es wird nicht wie früher sein. Babylon, 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 Babylon. Habt ihr auf den Text geachtet? Er rappt hier, sie treten die Tür ein, wollen Cocaine, blau und blub. Achtet drauf, ab wann willst du loslegen und noch weiterhören erstmal? Oder nee, willst du schon was sagen? Nee, ich will ja den Text zu verstehen geben, warum der Text so gebildet worden ist, wie der geschrieben worden ist. Okay. Und ich will ja aufmerksam machen auf eine ganz bestimmte Szene. Okay. Die bestimmte Szene kommt. Dazu muss ich sagen, Flucht. Jeder in diesem Video, der als Bulle verkleidet ist, ist ein Cousin. Okay. Alles Familie. Okay. Und jeder heißt Semmo mit Nachnamen, der den Bullen spielt, okay? Wir sind in einer Villa in Wuppertal, die auch ein Cousin gedrippelt hat. Eine sehr, sehr krasse Bonzen-Gegend, ne? Mach einfach mal Play, Bruder. Mach einfach mal Play. Babylon, 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 Babylon. Sie rollen das Tape. Sie wollen das Haze. Hab nix da, komm jetzt zu mir, ist schon okay. Ring, ring und das Handy klingelt wieder. Immer in dem Modus, frische Ware wird geliefert. Gelb-grüne Scheine haben mir den Kopf verdreht. Zu lange am Boden, ich will endlich Hoffnung sehen. Mama sagte, Gazi, pass doch endlich auf dich auf. Die Freiheit, die du hast, ist mehr wert als jeder Traum. Wollte das beste Lohn. Vision wurden grenzenlos. Wusste nie, wie es enden soll. Wurde kalt wie ein Eskimo. Ach doch, diese Szene. Warte, 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 warte. Weiter, 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 weiter. Diese Szene.
Diese Szene ist legendär. Ah, siehst du die Scheibe hier? Das ist eine Tür. Genau. Und der Kameramann und ich stehen dahinter, Bruder. Genau. Okay? Wir haben das Video gedreht zu Ramadan im Sommer. Das Ding ist kurz 2 Stunden vor Iftar, Bruder. Ja. Ich brauche die Sonne, sonst kriege ich die Szene nicht mehr so hin. Genau. Weil kein Licht da drin ist? Nee, also ich brauche das einfach. Ich will das haben, Bruder. Ich will das Achso, haben. Achso, du willst das so haben. Du bist ja okay. Im Hintergrund ist hell. Wenn es dunkel wird, sieht es scheiße aus. Ja, ja, okay. 2 Stunden vor Iftar, jeder hat Hunger, jeder ist am Fasten, Bruder. Okay? Diese Szene, ich will die so haben. Wir haben die Cousins hingestellt. Ich habe gesagt, Cousins, ich küsse eure Herzen. Erstmal Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Ihr müsst die Waffe so halten und ihr müsst so und so in die Wohnung marschieren. Ihr müsst... So wie ihr da steht, müsst ihr in die Wohnung marschieren. Das muss einfach geil aussehen. Ja? Ja. Ich habe Zeitdruck, Sinan. Ich habe nur 2 Stunden, Bruder. Und jeder ist am Fasten, jeder will Iftar machen, Bruder. Jetzt kommen die rein. Du siehst, der eine hat eine Pumpgun, der andere hat, weiß nicht, eine MP, eine AK. Jetzt kommen die rein und ich stehe dahinter und beim ersten Mal haben die das verkackt. Ich sag, ja, egal, kann passieren. Beim zweiten Mal, ich sag, Cousins, ich küsse eure Herzen, bitte ein bisschen enger, ihr ein bisschen mehr Elan, haltet die Waffen richtig, als wärt ihr bei einem richtig krassen Polizeieinsatz gerade, ja? Ja. Und behalte im Hintergedanken, Cousin, das ist eine Bonzengegend, Bruder. Beim zweiten Mal, die kommen, irgendeiner hat gelacht und dann ist das wieder kaputt gegangen, dieser Film, ja? Ja. Ich sag, ja, Allah, was mache ich jetzt, ne? Beim dritten Mal, ich sag, Cousins, bitte, ich küsse eure Herzen, bitte, gebt euch Mühe. Wir wollen alle nach Hause, wir wollen alle zu unseren Familien, wir wollen Fasten brechen. Die sagen, ja, Gazi, kein Problem. Beim dritten Mal, die verkacken das wieder. Einer ist ausgerutscht hingefallen, irgendwie sowas, Bruder. Die verkacken das wieder, alle sind am Lachen. Ich muss auch selber lachen, Bruder, aber ich will das professionell machen, okay? Ich werde schon langsam wütend, Bruder. Irgendwas brodelt in mir, Bruder, ne? Beim vierten Mal, Bruder, ne? Beim vierten Mal, Sina, ne? Ich bin hinter der Tür mit dem Kameramann. Ich bin hinter der Tür mit der Kameramann. Der Typ schreit Action. Auf einmal hörst du von hier, stehen bleiben, Polizei, keine Bewegung. Und ich sag, ja, ja, genau so. In dem Moment, pass auf, in dem Moment, ich sehe Laserpointer überall, ne? Ich sag, hä? Meine Waffe. Ich sag, hä? Meine Waffen haben diese Funktion gar nicht, ne? Ich sag, egal, geil, genau so, weitermachen. Da ist einer mit Mütze, mit so Sturmdings, ne, mit so einem Helm, Bruder, ne, runter auf den Boden. Ich sag, ja, Salame, Rebla, was machst du da jetzt? Mach ruhig. Runter auf den Boden. Ich sag, Enik, falscher Film, Bruder, ne. Der sagt, stehen bleiben, runter auf den Boden, keine Bewegung. Ich sag, wallah, ich bin voll perplex, Bruder, ich weiß gar nicht, was machen soll, ne. Der Kameramann guckt mich an, ich guck ihn an. Like Film. Ich sag, hä? Der guckt mich an, der sagt, Bruder, wer ist das? Und der wieder, runter auf den Boden. Ich sag, Anik, der Film ist echt. Ich sag, ja, chill mal jetzt, Elami. Chill mal jetzt, ich geh runter. Dann, ich seh Blaulicht. Die stürmen die Wohnung, Bruder. Der eine Bulle läuft dahin, der eine Bulle läuft dahin, der andere Bulle läuft hoch. Ich bin auf dem Boden mit dem Kameramann, so, ne? Ich sag zum Kameramann, ich sag, Cousin. Ich sag, ist das gerade ein SEK-Einsatz? Der sagt, ja, Bruder. Ich sag, Cousin, mach mal Aufnahme. Nochmal! Der sagt, nein. Ich sag, Abu, sei eine Qualla, ich zahl dir 1000 Euro mehr, wenn du das aufnimmst. Lang, drück auf Rick, ja, Kalb! Drück! Der sagt, Qualla, gib mir 5. Ich mach nichts. Jetzt, wir sind in der Villa, Bruder. Wir liegen auf dem Boden. Ich habe diese Diskussion mit diesem Kameramann, ne? In dem Moment kommt die Mutter von dem Hausbesitzer. So eine alte, zierliche, ruhige, ganz entspannte Frau, Bruder, ja? Die müsste auch schon 65, 70 sein, ne? Die kommt so die Treppen runter, Bruder, und sagt so, was ist denn hier los? Und der Bulle sagt, runter auf den Boden! Die sagt, nein! Was ist denn hier los? Hier ist ein Videodreh. Und die wird nervös, Bruder, ne? Dann läuft die Treppen runter, Bruder. Guckt uns an. Wir sind beide auf dem Boden. Guckt uns an. Guckt uns an. Macht einen Schritt über den Kameramann. Und dann... Ha ha ha!
ein falscher Film. Das ist ein falscher Film. Ich sag, nimm das auf. Hättest du dich gefragt, hast du das auf Aufnahme? Der hat in einem Hochkopf gefunden, ja. Ich bin auf Flucht. Freunde, das ist. Gazi ist mitten auf der Flucht, nur zur Info. Ich lieg auf dem Boden. Die arme Frau fängt an zu furzen. Und ich denk mir, was geht dir ab, Bruder? Ich hab nicht mal Ausweis dabei, ne? Oh, shit, Digga. Pass auf, jetzt gehen wir, Bruder, wir liegen alle auf dem Boden, ne? Oh, fuck, Digga. Ich hab Herzrasen, Bruder, weil ich denke, Anik, was ist das für ein Film? Jetzt in den Knast, richtig ekelhaft, Bruder. Geiles Wetter, Bruder, wir haben Sommer, wir haben Ramadan, jetzt in den Knast. Das geht nicht, ne? Ich halte mich einfach die ganze Zeit bedeckt, Bruder. Ich sag nix. Ich bleib die ganze Zeit auf dem Boden liegen, ja? Draußen die Cousins, die haben andere Probleme. Die werden gefilzt, die Waffen werden überprüft. Irgendeiner von draußen hat gesehen... Waffe und hat Bullen gerufen. Wie bei uns beim Dreh. Du warst nicht beim Dreh dabei, du warst frisch drinne, glaube ich. Bei meinem Dreh EV1 mit Chao Casado. Nee. Bruder, da waren wir mit 20 Autos, Kalaschnikow, also auch wirklich echte Kalaschnikow und so damals. Ja. Bruder, Film, SEK, meine Wohnung gestürmt, Wohnung, Tür aufge... hiermit. Den Bericht habe ich gesehen bei RTL. Genau, RTL war der Bericht. Frühstücksfernsehen? Ja, ja, Frühstück, der war überall. Der war ganze Medien, wo die haben meine Tür aufgesprengt mit einer Bombe, Digga. Aber erzähl weiter. Jetzt liege ich auf dem Boden und ich bekomme das Theater draußen mit, ne? Ich will einfach nur weg. Ich habe mich die ganze Zeit bedeckt, ich sag gar nichts mehr. Draußen die Cousins, Personalien werden genommen. Die paar Waffen werden überprüft. Dann fragen die, wer ist der Verantwortliche hierfür, ne? Und keiner redet. Keiner will sagen, du. Keiner, wo die wissen meine Situation. Keiner will reden, ne? Ich sag, wallah, khalas. Ich sag, wallah, la'idi. Ich sag einfach, ich bin das gewesen, ne? Scheiß drauf, Bruder. So. Verkackt, Bruder. Egal. Jetzt gehe ich raus. Ich sag, ich bin der Verantwortliche, ne? Ja, wie heißen Sie denn? Ich sag, Semmo. Auch ein Semmo. Sind hier nur Semmos unterwegs oder was? Ich sag, ja, sind halt meine Cousins, ne? Ja, okay. Dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Jeder, der eine Sturmmaske auf hat, kriegt eine Strafe von 400 Euro. Herr Simmo, von Ihnen brauche ich die Personalien gar nicht. Sie dürfen weitermachen. Ich sag, Anik. Ich sag, ich küsse deine Augen, Abu, seine Golla. Bester Polizist, du bist stark. Bleib, komm jeden Tag mit dem Einsatz zu mir. Ich schwöre dir bei Gott, Bruder. So bin ich davon gekommen. Aufgrund der vielen Cousins, die da waren. Jeder alle Semmo. Alle Semmo. Auch ein Semmo, komm, geh nach Hause. Aber die Szene war einfach legendär, Bruder. Wallah. Krank. Krank. Also, das ist wirklich... Die Szene, pass auf. Die Szene... Das ist die Szene übrigens, Freunde. Sollen wir weiterhören? Ja, wir hören mal den Song weiter im Gedanken an die Frau, die den Kameramann auf den Kopf geschissen hat. So, wir haben jetzt nach dieser Szene, nach dem ganzen Polizeispektakel, was da gewesen ist, haben wir weitergedreht und die Jungs sind am Fasten und haben wegen der Geldstrafe einen miesen Hasskick auf mich. Ja? Dann ist es zur Situation gekommen, im Drehbuch stand, dass ich Schläge kriege bei der Stürmung. Ja? Guck dir das an, Bruder. Es wird nicht wie früher sein. Babylon. Die schlagen hier so auf mich ein, Bruder. Babylon. Die hauen den in den Eck, Freunde. Du Maniac, wegen dir muss 4 Euro zahlen. Ich schlagen, Bruder. Babylon. Die drücken die Knarre richtig rein, Bruder. Man sieht auch, alles Cousins. Guck mal, der Bilal, guck mal, der Adam, guck mal. Ey, der Bruder, die brauchen keine Maske tragen, man erkennt sofort Stehler, Jungs. Guck mal, der Cousin hier, der hier. Der ist einfach, der braucht keine Maske, man weiß sofort, wer das ist. Das ist der Bilal, ich küsse seine Augen. Der hat ein markantes Gesicht, man sieht sofort, Bruder. Ich küsse seine Augen. Falls du irgendwann mal was in Zukunft machen willst, Bruder, bitte nicht so eine Maske tragen. Man erkennt dich sofort, Digga. Cousin, ich muss sagen, das sind echt viele Männer. Alter Schwede. Ich muss erstmal
erstmal muss ich sagen, sehr, sehr geiler Song. Hat sehr geile Vibes. Wer den Song feiert, auf YouTube ist er noch online. Kann das gerne abchecken. Geile Story. Sehr lustig, Alter. Grüße auch an die Cousins im Video. Ich muss sagen, mehr von solchen Songs. Ich feiere den Style. Den hast du schon vor 3-4 Jahren gehabt. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Kuss geht raus an die Frau von Fuchs aus Hamburg. Falls einer die Frau kennt, lasst euch nicht verscheißern von ihr.